Also eigentlich ist es heute ganz schlecht. So, einmal für Sie? Och, ich nehme das Cordon Bleu à la carte zum Einpacken, bitte. Ach, Sie wollen gar nichts essen? Nee, einfach ein bisschen Folie drüber, das passt, danke. Sehr gerne. Auf Lindas Party gibt es bestimmt wieder nur ein Nüsschen. Die Frau ist so ein Sparstrumpf. Es wird langsam echt pathologisch. Dann nehme ich noch einen Riesling für auf den Weg, bitte. Meine Frau hält das nicht für nötig, die Gepflogenheiten gastronomischer Bräuche zu pflegen. Danke. Wo hast du eigentlich die Kleine gelassen, die von dem Bazar, die diese Bastdeckchen gebastelt hat? Irgendwie hatte ich den Eindruck, die mochte dich. Danke, ich brauche keinen Kontaktvermittler, schon gar nicht, wenn es sich um meine Frau handelt. Ich dachte, du könntest vielleicht mal wieder ein bisschen Entspannung gebrauchen. Ich komme hervorragend zurecht. Also, wenn du Bedenken hast wegen unserer Abmachung. Ich sagte, ich komme hervorragend zurecht. Jetzt stehst du gleich ohne Begleitung da, wenn dein Chef kommt. Ich meine, ich könnte Gérard bitten. Welchen Gérard? Gérard, Lindas Ex. Den Zwerg. Gérard ist kein Zwerg, der ist kleinwüchsig. Und der kommt jetzt hierher, oder wie? Nein, Blödsinn. Ich habe ihm unsere Schlüssel gegeben, damit er heute schon mal das Bett abbaut. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du hast einen Zwerg damit beauftragt, unser Bett zu demontieren. Gérard ist kein Zwerg, der ist kleinwüchsig. Was will der mit unserem Bett? Oh, also erstens mal ist es nicht dein Bett, sondern mein Bett, weil ich es damals beim Einzug gekauft habe. Und zweitens mal habe ich es letzte Woche schon an Julia verkauft. Außerdem steht Gérard mehr auf diese Hydrobetten mit Sauerstoff angereicherten Wassermatratzen. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du was mit Gérard hast. Jede Nacht? Wir versuchen immer, dich nicht zu wecken, aber wenn er so richtig in Fahrt kommt. Der Mann ist ein Dynamo. Oh, der kennt dich übrigens noch vom Frühjahr, der hat auch mal bei der Schlottenhoppe gearbeitet. Als was? Als kleiner Unternehmer? Komm, jetzt sag mir, was macht der Typ in unserer Wohnung? Das habe ich dir auch gerade erklärt. Nein, hast du nicht. Du schläfst mit einem Zwerg in unserem Bett. Es ist jetzt Lindas Bett und Gérard ist kleinwüchsig. Du hast Sex mit ihm. Ist das was Ernstes? Willst du den heiraten? Hm? Dich habe ich doch auch geheiratet. Oh Mann. So, ich muss jetzt auch leider los. Eine sage ich dir, wenn du mit diesem Zwerg... Das ist ganz weg, der ist kleinwüchsig. Leck mich. Das ist lang, wo kann ich den Typen von der Rock-Aufgruppe, da habe ich nichts gesagt. Bei dem Inder, da habe ich auch nichts gesagt. Ja, Linda, ich bin's. So, wenn er jetzt nicht die Wohnung räumt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, weil ich die Wohnung damals gemietet habe. Ach, ich bitte dich, weißt du, was mich so ein Umzug kosten würde? Ja, hab ich. Ich habe ihm gesagt, ich hätte was mit Gérard. Er ist kein Zwerg, er ist kleinwüchsig.